Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Nein, nicht Assassin's Creed Unity, Let's Play Skyrim. Hier, Dings, wozu soll ich einen Knochenschädel mitnehmen? Oh, Knoblauch. Okay. Gut. Eisenpanzerhandschuhe. Die Trische kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Geld auch immer. Der Zerstörung. Feuerresistenz. Schilios Geheimnisse. Silberkette und winziger Seelenstein. Ja. Nehme ich mal alles mit. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal kurz nach Weißlauf, verkaufe alles, was ich nicht mehr brauche. Und dann gehe ich direkt nach Winterfeste. Liegt ja sozusagen auf dem Weg. Habe ich ja kein Problem mit. Hoffe ich zumindest. Boah. Ich finde ja diesen Soundtrack so geil von Skyrim. Da sind, Ich hab mir mal die beiden von dem Londoner Philharmonieorchester, die beiden hier CDs gekauft mit den Videospiel-Soundtracks. Und da sind auch zwei von Skyrim drauf. Einmal hier dieses Dovahkiin und einmal ich meine Homescreen oder sowas. Dieses da 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 da. Und oh, das hört sich so geil an. Ah, vor allen Dingen sind da auch noch. Entschuldigung. Sind da auch noch andere Sachen drinne. Hallo? Ich sage nicht, dass ich der Beste. Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ich wollte eigentlich am Morgen. Ich wollte eigentlich dich nach was zu verkaufen fragen. Ja. Auf jeden Fall vom Londoner Philharmonieorchester gibt es so geile Stücke. Da gibt es auch sowas wie Super Mario oder irgendwie sowas, aber da gibt es auch so geile Stücke wie zum Beispiel hier die Endmelodie oder dieses letzte Stück von Mass Effect 3, wo man in der riesigen Schlacht ist. Willkommen. Wir haben kleine und große Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Gut, ich würde gerne mal. Vulkankrieg ist ja geil. Mein Schild des Blutens abgeben. Und. Ach, da muss ich zu den anderen laufen, ne? Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Dann muss ich zu denen nach. Ich glaube, hier zum Markt laufen. Mit denen kann ich dann da handeln. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer Ich vermisse die Zeiten, als die Graumähnen und die Kampfgeborenen sich noch vertrugen. Seit Beginn des Krieges herrscht Zwietracht zwischen uns. Ja, das kann gut sein. Ah, das ist der Tempel. Also steht auf! Steht auf, Kinder des Kaiserreichs! Steht auf, Sturmmäntel! Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Ja, lass doch die Drachen einfach verschwinden. Hier unten, genau. Meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Ah, Isolda, oder? Was führt euch auf den Markt? Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nazim. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Ihr wollt euch wohl mit einer. Die besten Stücke vom Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Super. Was kann ich denn hier verkaufen? Tränke. Schön. Essen. Trankzutaten. Schade. Gute Jagd.
Was kann ich bei dir verkaufen? Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Ein Jahr nicht verschmähen würde. Wählt aus meinem hochwertigen Fleischangebot. Das wollte ich jetzt eigentlich Passt nicht gut machen. Auf euch auf. Ich will eigentlich fragen, ob die was zu verkaufen Lasst haben. Lasst mich wissen, wenn ihr Schmuck braucht. Seid ihr auf dem Wolken, bitte? Oh, was Werdet für eine ihr Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Natürlich. Ich bringe euch welches mit, wenn ich wieder auf die Jagd gehe. Boah. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. So, woher wisst ihr? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Gut. Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe Bitte, lasst uns ungestört reden. Mir gehört der Eisfurchenhof. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Wart mal. Lebt wohl. Ich weiß, wo ich wir noch handeln können. In politischen Dingen. Meine Hilfe ist natürlich von unschätzbarem Wert. Aber also wir, bei ihr können wir jetzt nichts mehr machen, bei dir auch nichts. Wir können nach Himmelsrand gehen und draußen mit der Khajiit-Karawane handeln, wenn die noch da ist. Ich möchte einfach nur meinen Schrott loswerden. Und zwar für ein bisschen Geld und nicht einfach so wegwerfen. Könnte ja jeder. Die Dinger, die Sachen hätte ich oben beim Magier verkaufen können. Ja, tut mir leid, dass ihr jetzt ein bisschen warten müsst, aber das Verkaufen hat Vorrang vor allem anderen im Moment. Und das ist immer so im Moment. Moment. So. Ne, die Karawane ist weg. Ach, Manno. Wieso ist alles weg, was ich suche? Wieso funktioniert nichts, was ich haben möchte? Eben zu Drachenfeste. Das könnte mich schon wieder aufregen. Aber so richtig schon aufregen. Vor allen Dingen, weil ich noch nicht mal Level im Schmiedsein aufgestiegen bin, obwohl ich das unbedingt machen wollte. Na toll. Komm, beeil dich ein bisschen bitte. Ich werde die Folge wahrscheinlich unendliches Gequengel oder sowas nennen. Naja. Aber das, ja, falls ihr auf sowas steht, wie dieses Mass Effect Musik und sowas, solltet ihr mal auf, ich meine auf YouTube sind die sogar vertreten mit einem Album. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Da ist auch das letzte Lied von Mass Effect 2 drauf. Ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Wenn man auf sowas steht. Ich meine, das heißt irgendwie Symphonon, also Videogame Soundtrack oder so, sowas und dann halt vom Symphonieorchester in London. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist! Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Hallo? Wo bist du, Magier? Ich brauche dich.
Und nicht mal da, wenn man ihn braucht. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Da ist er doch. Was benötigt ihr? Besucht ihr die Drachenfest? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Super. Hey. Olga, Stab des Funkens. Ja, weg damit. Dann... ein Tanz mit dem Feuer. So, dann... Nee, meine Seelensteine will ich doch nicht abgeben. Ah, guck mal hier. Aber da muss ich mich erstmal richtig ausrüsten. Wenn ihr die... Denn ich habe ja jetzt Neues bekommen. So. Ich habe das an. Die geringen Ausdauer. 20% mehr Ausdauer. Es fehlt nur ein Diadem. Ich denke, die Ausdauer um 10 Punkte. Ja, das war's schon. Schade. Entsprechende Begabung habt, solltet ihr die in letzter Zeit werft einen Blick darauf. Gut. Dann machen wir es jetzt so. Zack. Weg. 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 Oh. Es ist unfair, dass du so wenig Gold hast. Muss ich ja... was von dir kaufen. Und zwar was Sinnvolles. Was ist denn sinnvoll, wenn man was von einem Magier kauft? Blitz, Blitzurne, Eisstachel, nein. Ach, Seelensteine. Ein mächtiger Seelenstein und der hat wieder so viel Geld, dass er mir alles abkaufen kann. Perfekt. Ja. So macht man das. Ja, da hast du noch was vergessen. So. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Ja, das mag schon sein. So. Ich würde sagen, jetzt können wir nach Winterfeste reisen. Jetzt haben wir alles gemacht, was ich machen wollte. Sagen wir mal so. Und, ja, das ist die Hauptsache. Ich will alles machen, was ich machen wollte. So. Karte. Auf nach Winterfeste. Ja, schnell reisen. So. Perfekt. Ich wollte das Spiel eigentlich schnell durchspielen. mein Spielstil macht es aber leider nicht möglich. Dummerweise. Da kann ich jetzt leider auch nichts entgegensetzen. So. Ab in den Schneesturm. Eieiei. Lass mal ein bisschen laufen. Oh. Willkommen an der Akademie. Schön. Ich möchte aber rein und Willkommen an der Akademie. Mit dem Typen in der Bibliothekar reden, mit dem... Ich meine, das wäre ein Ork. Das müsste eigentlich ein Ork sein. Da. Tschu.
Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorgt. Hunderte von Jahren sind in die ausgezeichnet. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Ich habe gerade erst damit begonnen. So schnell geht das nicht. Ich habe ein paar Dinge herumliegen, bei denen es sich nicht lohnte, sie in die Sammlung aufzunehmen. Ihr könnt sie durchsehen. Cool. Ach so, der hat nur die Bücher. Das hab ich. Ich kann auch nur ihm die Bücher verkaufen. Okay. Mhm. Das habe ich ja schon mal gelesen. Alduin ist echt der Niedergang. Nachtigallen. Gut, alles okay, alles okay. Was ist denn jetzt der blaue? Ist das das Optionale? Weiß ich jetzt nicht. Himmelsrand. Willkommen an der Akademie. Super. So, damit würde ich auch sagen, war's das für heute. Ich gucke mir nochmal die Quests an, was ich so machen könnte. Melde ich genau. Von dem Bierfohl, von der Zerfuhr. Ich finde, das machen wir als nächstes. Und damit würde ich sagen, schließe ich auch für heute ab. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.